als die Mauer kam, war ja das alles die vordere Mauer, die Hinterlandmauer. Und hier war sozusagen Niemandsland mit spanischen Reitern. Und dann der Grenzpfad, wo die Polizei patrouillierte. Und dahinter war noch Stacheldrahtzaun. Dass die Kinder aus West-Berlin nicht zur Beerdigung kommen konnten oder wenn ein Krankheitsfall im Westen war und die alten Eltern haben ja das auch nicht geschafft. Und denn die Reiseverbindung kam ja erst viele Jahre später. Und das hat man so miterlebt, weil man ja selber auch betroffen war und Familienbande einfach durchschnitten, durchtrennt waren. Also ich empfand das als das Schlimmste. Es war ja erstmal so, dass wir alles, was irgendwo verletzt war, in die Rettungsstelle gekriegt haben. Ich sage tot oder lebendig, aufgeschnitten, Frakturen oder alles Mögliche, was sich, dass sie Erstversorgung kriegten, dass man sehen musste, ob sie auf die Station kommen, je nachdem. Ich habe oft da vorne gestanden, dann am Krankenhaus und habe gedacht, Gott, du kannst diese Mauer ganz wegnehmen. Und als dann diese Meldung kam, an jenem 9. November, da war das schon wie so eine Art Erfüllung. Und auf der anderen Seite auch wieder unfassbar.